Hallo, in dem Video geht es eigentlich nur um das Setup von so einer Turbinenanlage, dass man die 50 Megawatt auch tatsächlich hier rausholt oder mehr. Dafür gibt es aber auch ja, Beispiele im Forum und ich habe trotzdem mal die Teile mir zusammengesucht, um so in etwa das bauen zu können. Auf alle Fälle benötigt ihr Wasser dafür und es spielt praktisch keine Rolle, ob ihr das Wasser vom See nehmt oder mit einem Wassergenerator. Und fangen wir einfach mal an, das Setup aufzubauen. Es funktioniert mit einem Overheater im Prinzip. Ich baue das einfach mal hierher. Und der Overheater benötigt Brennstoff, um Dampf zu erzeugen, also Fuel. Das ist natürlich doch, hier habe ich zum Beispiel das. Egal was ihr da nehmt, also ihr könnt das mit dem Fließband vorbei fördern, ihr könnt das aus einer Kiste geben. Jedenfalls, der Treibstoff muss irgendwie hier rein. Am besten ist natürlich, man fördert das irgendwo an und führt das dann so lang, dass man das dann auch benutzen kann. Ich soll das mal schnell hier machen. Ich fordere natürlich hier was von dem Brennstoff an, den ich irgendwo hier in meinem System rumliegen habe. Der kommt dann hier auf das Förderband und wird dann praktisch auch hier rein getan. Wer jetzt möchte und das absolut energiefrei und sicher haben möchte, der nimmt natürlich hier diese Burner Dingens und das, die reichen auch von der Geschwindigkeit. Dann Wasser wird gebraucht natürlich, um überhaupt den Dampf zu erzeugen aus Wasser. Wie gesagt, dabei steht euch frei, ob ihr den Wassergenerator nehmt oder einfach die Pumpe jetzt so wie ich hier anschließt. Ihr könnt ganz normale Rohre nehmen, gibt es keine Besonderheit, also ihr müsst nicht unbedingt Yaoki-Rohre nehmen, sondern das geht mit den ganz normalen Rohren auch. Das Einzige, was ist jetzt hier, ist, dass das so noch nicht funktioniert. Ihr seht das, eigentlich müsste jetzt ja hier Dampf rauskommen, aber das fängt nicht an. Und das liegt daran, dass das Wasser hier vorgeheizt werden muss. Und am einfachsten heizt man das Wasser natürlich mit einem Boiler vor. Ich empfehle eigentlich einen großen Boiler, denn ein kleiner könnte, wie der Name schon sagt, zu klein sein. Deshalb in dem Fall vielleicht einen großen Boiler nehmen und ja, und dann dasselbe. Also Wasseranschluss herstellen. Und für Brennstoff sorgen, bauen wir das mal alles so in der Variante. So. So, und dann kommt hier natürlich dann das heiße Wasser raus, geht hier rein und dann sollten wir schon den ersten Dampf generieren. So, und da ist auch schon. Und wenn ihr das prüfen wollt, ob ihr jetzt da hinkommt mit der Sache, dann könnt ihr auch schon direkt, wenn ihr wollt, eine Turbine hier anschließen. Und dann seht ihr auch hier drüben Dampftemperatur, alles fein. Wenn der Dampf hier alle ist, kommt das Wasser nach, wird geheizt und generiert neu. Der einzige Nachteil kann sein, dass wenn zu viel Wasser verbraucht wird, dass hier die Wassertemperatur zu sehr sinkt und dann praktisch kein warmes Wasser hier ausreichend da ist. Das seht ihr hier. Ein Problem, was man mit einem Bypass, sage ich mal, entweder mit einer Pumpe auch umgehen kann. Das aber, das kann ich auch später zeigen, weil das Wasser am günstigsten ist natürlich, wenn man jetzt den Boiler,
direkt hier dran stellt, dann kann man natürlich dafür sorgen, dass immer 100%, also dass das Wasser immer heiß genug ist. Dann machen wir das einfach mal in dem Beispiel, um das einfacher zu machen. Wenn man das nie hat, fängt es an, eben hier, wie gesehen, einfach anzuhalten. Wenn die Wassereingangstemperatur für den Überhitzer nicht stimmt. So. Der Nachteil an der Methode ist jetzt dann, dass eventuell, sag ich mal, dass man das Wasser hier zwischendurch nie abgreifen kann. Aber es gibt eben, wie hier drüben gezeigt, die Möglichkeit, das vorbeizupumpen und eine konstante Abnahme zu erzeugen. Und damit reicht schon auch der Boiler aus. Das seht ihr jetzt hier, ne? Permanent am Arbeiten. Jetzt müsste ich noch ein bisschen mehr Stromlast erzeugen, damit man das vielleicht besser sieht. Schalten wir mal noch mal ein paar Megawatt hier hinzu zu meinem System. Jo. Läuft das jetzt ein bisschen besser, ja. Also die Performance kann mit Dampf nicht besser werden, einfach aufgrund der Menge, die da nötig ist und hier durchgeht. Das ist Schritt 1, wenn ihr das so habt. Das nächste wäre jetzt hier die Turbine anzuschließen, entweder direkt oder mit einem Rohr dazwischen. Bleibt euch überlassen, hier Dampf auszuwählen als Eingang. Und ich schließe das jetzt einfach mal so an. Und dann seht ihr hier, die Turbine fängt an und erzeugt die mechanische Energie oder Druck. Und das seht ihr auch hier am Links. Ich kann jetzt hier schon ganz normal meine Turbinen oder jede andere Konstruktion einstellen. Bloß die wird nicht lange laufen, weil hier das Kondensat abgeführt werden muss. Vom Dampfer, also der Dampf kommt hier rein, verrichtet seine Arbeit und wird zu Kondensat. Und das Kondensat muss abgeführt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man tut das Kondensat direkt entsorgen eine normale kleinere Turbine noch, die das verbraucht. Diese Methode ist aber ein wenig unzuverlässig, weil im Prinzip kann hier mehr Kondensat anfallen, als ihr verbrauchen könnt mit dieser kleinen Turbine. Das bedeutet, das System würde dann auch wieder irgendwann stoppen. Ja, im Moment funktioniert es, aber das ist nie garantiert. Ihr seht auch hier, dass da Dings Temperatur 75 ist. So, dann bleibt ihr stehen und je nachdem, wie es ist. Jetzt schließe ich mal die große Turbine an, damit wir hier ein bisschen Durchsatz haben. Die ist einmal blau und wenn ihr die rotiert, wird die orange. Je nachdem, welche Farbe ihr euch besser gefällt, könnt ihr die nehmen und schließt die hier an. Und jetzt können wir mal gucken, ob das ausreicht. Das wäre jetzt zum Beispiel schon mal so ein Setup, was funktioniert. So, jetzt werde ich mal kurz mein ganzes System hier runterfahren und einfach mal das hier mal trennen. Und jetzt werden wir auch gleich sehen, ob das wieder von alleine anfährt, wenn ich hier in Strommast setze und dann auch ordentlich Strom ziehe. So, also seht ihr, jetzt fehlt hier, seht ihr, das Kondensat wird zu langsam abgeführt, deshalb kann nie hintereinander weg das erzeugt werden, kein Dings. Also in dem Fall empfehle ich dann entweder eine größere Turbine zu nehmen oder wir bauen gleich ein größeres System auf, dann funktioniert das besser.
Seht ihr, es ist immer noch zu viel Kondensat. Also stelle ich das mal noch hier hin. Ihr dürft dabei nie vergessen, dass das noch zusätzlich mit Strom erzeugt, auch wenn jetzt nur das Kondensat abgeführt wird. Und seht ihr hier, jetzt läuft das hintereinander weg. Und damit auch die Turbine voller Leistung und erzeugt auch mittlerweile dann schon 53 über die Turbine und nochmal knapp anderthalb oder 1,2 Megawatt durch das Kondensat. Ein bisschen unkontinuierlich, aber das ist also das Wichtigste ist, dass ihr hier das Kondensat gleichmäßig wegkriegt mit dem Turbinensaham. So. Und damit das eben besser funktioniert, kann man natürlich, ihr seht, das ist hier ein bisschen knapp. Und wenn man das richtig sicher haben möchte oder sichere vom System, dann kann man hier einen zweiten Overheater anschließen. Und der Punkt ist, also ich baue das für gewöhnlich mit einem Tank als Puffer. Ignorieren wir einfach mal hier das System. Und nehme von hier das Kondensat, heize das neu hoch und nutze das praktisch wieder in dem Overheater. Und das werde ich jetzt noch mal kurz zeigen. Wir brauchen hier natürlich einen Wasseranschluss. In dem Fall sage ich ja, versuchen wir es mal einfach mit dem Wasser. Wir gucken mal, was passiert. Und dann bauen wir das so um, dass es optimaler ist. Ja, das hätte ich können so lassen. Naja, nochmal. So. Das ist dann eine Sache, wo ihr einfach auch ein bisschen knobeln und probieren könnt und optimieren könnt. Natürlich macht das Sinn, ihr baut euch ein System, das funktioniert, so wie das hier jetzt. Und geht von da aus dann weg und optimiert es euch nach euren Bedürfnissen und wie ihr das möchtet. So, jetzt muss ich hier noch die Rohre dazwischen setzen und schon haben wir hier zwei Overheater, die ordentlich Dampf erzeugen. So, jetzt muss ich nehme ich das mal weg, unseren Bypass. Und jetzt müssen wir beobachten und werden jetzt gleich auch sehen, dass wahrscheinlich das nicht ausreicht und wieder voll läuft mit Kondensat. So, jetzt in dem Fall bricht also das wieder zusammen, weil das Kondensat nicht weg kann. Und jetzt haben wir dann auch ein Problem, das wahrscheinlich neu zu starten, weil hier der Strom fehlt. Gut. Jetzt ist auch noch schön dunkel geworden hier. So, also jetzt ist das voll. Das bedeutet, am sinnvollsten ist es hier praktisch einen Puffer einzubauen und entweder über einen normalen Tank zu gehen oder über diesen Fluid-Puffertank, je nachdem, wie ihr das möchtet, sage ich mal. Ich benutze eigentlich die hier, die großen. Und dann wird es aber jetzt schon wieder ein bisschen kompliziert. Also wenn man das jetzt nicht direkt wegnimmt, sondern das ein bisschen gesteuert haben will und auch praktisch hier das Wasser wieder benutzen will, man kann das auch mit dem Eingangswasser machen. Ist alles möglich und machbar. Es wird halt nur etwas komplexer von der ganzen Sache. So, schon geht es wieder los, weil das Wasser kann ja jetzt hier weg und hier rein und hat 75 Grad. Deshalb kommt jetzt hier eine permanente Pumpe hin, die das Wasser praktisch wieder dem Overheater hier zuführt. Das geht natürlich nie ewig, denn wenn sich der Tank füllt, haben wir hier wieder würde sich das hier wieder stauen und praktisch den
den Strom behindern. Deshalb muss das Wasser hier auch reduziert werden und die einfachste Variante ist dann hier wieder mit einer zweiten Pumpe, die natürlich jetzt hier außer Stromreichweite steht. So. Und diese Pumpe feuert dann, sag ich mal, im besten Fall wieder eine Turbine oder eine Nummer größer. Jetzt läuft die immer. Das muss man nicht so machen. Oder du kannst mal so probieren. Dann seht ihr hier, wenn sich die Leitung füllt, nimmt das eindeutig zu wenig Wasser. Vermutlich. Ist eine Sache, die man ausprobieren kann. Jedenfalls sollte die Pumpe, damit es der Strom nicht hier abreißt, denn hier wird Wasser tatsächlich benötigt. Ja, diese Leitung muss durch die Pumpe möglichst voll gehalten werden. Warum auch immer die jetzt so langsam geht, naja, spielt keine Rolle. Deshalb kommt hier jetzt ein Kabel dran und sagt, nur wenn der Tank mehr als 5000 Liter Wasser hat oder eine beliebige andere Zahl von euch, wie ihr das möchtet, dann soll dort Wasser ausgepumpt werden und der Rest ist praktisch Reserve. Und in dem Fall geht es dann hier in die Leitung rein. Hier habe ich jetzt Stromprobleme. Ach so, ja, ist klar. Die Pumpe läuft ein bisschen langsam wegen hier, weil das ein Haufen Strom zieht, 150 Megawatt. So, tun wir das mal ganz kurz ein wenig runterdrücken. Dann sind wir jetzt bei 33 Megawatt. Dann läuft auch die Pumpe auf voller Geschwindigkeit hier drüben. Seht ihr hier. Und der Tank füllt sich trotzdem weiter. Und sobald das kritische Level von 3000, ich mache mal hier 1500, überschritten wird, pumpt er das ab. Ihr müsst das nur so einstellen oder beobachten, dass es eben nicht mehr wird. Ansonsten eben noch einfach ein zweites Dings hin. Und damit ist das mit dem Kondensat so etwas automatisch geregelt. Ihr könnt das Kondensat einspeisen auf beiden Seiten. Das ist durchaus möglich. Es wird aber eine geringe Menge Frischwasser immer benötigt. Also lässt sich da noch mehr dran steuern oder machen. Und im Prinzip war es das schon jetzt dazu. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt und nachvollziehbar, wie man das System aufbauen kann. Und im Forum findet ihr noch optimierte Setups mit deutlich besseren Designs oder besseren Schaltungen. Und ja, dann viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss.